Hallo und herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019. Ein Projekt der Jugendkoordination Kronberg, jener neuen innovativen Form von Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg aufbaut, in der es darum geht, nichts für Jugendliche zu tun, sondern Jugendlichen zu helfen, es selber zu tun. Das heißt also, all die kreativen Energien und Gedanken und Fantasien in Jugendlichen aufzuspüren, sie zu sammeln und zu bündeln und ihnen zu helfen, ins Leben zu kommen, umgesetzt zu werden. Und wir sind gespannt darauf, was wir in diesem Projekt alles erleben dürfen, mein Kollege Stefan Seidmelk und ich. Und es ist auf 3 Jahre angelegt und dann schauen wir mal, was wir da alles zusammen mit den Jugendlichen in Kronberg erleben werden und auch mit den älteren Mitbürgern in Kronberg natürlich, mit denen wir super gerne ins Gespräch kommen möchten, denn wir glauben daran, wenn wir Räume der Begegnung schaffen und wenn wir einander begegnen, einander Geschichten erzählen, dass dann das Konfliktpotenzial einfach minimiert wird. Und um Geschichten erzählen geht es auch im literarischen Adventskalender, denn ich lese Geschichten aus diesen beiden wunderbaren Büchern vor. Einmal Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und aus Weihnachtswunderzeit, dem neuen Buch von Frank Bonkowski, Thomas Klappstein und Micky Wiese, die als Autorenkollektiv sich Trio Infernal nennen. So, und wer sich jetzt wundert, warum als Ortsangabe der CVJM in Frankfurt genannt worden ist, obwohl ich doch offensichtlich hier in meinem wunderbaren Zuhause auf meinem bequemen Sofa sitze, auf dem auch meine kleine Magen-Bypass-Puppe dabei ist. Dem sei gesagt, es steht deswegen da, weil ich heute Morgen im CVJM in Frankfurt zu Gast war und dort einer Menge Jugendlicher aus der Herberschule die Weihnachtsgeschichte erzählt habe, insgesamt 4-mal. Und diese Zeit im Advent ist einfach ausgefüllt mit Geschichten erzählen über dieses Wunder, dass Gott ein Mensch geworden ist, dass Gott einer von uns geworden ist und dass er uns damit ein Geschenk gemacht hat und dass er uns Gutes tun will. Das erfüllt mein ganzes Herz. Das ganze Jahr über, aber im Advent, im Warten auf Weihnachten ganz besonders. Und heute will ich euch eine Geschichte meines lieben Freundes Frank Bonkowski vorlesen, der immer wieder ganz wunderbare kleine Seltsamkeiten im Alltag entdeckt und daraus wunderbare Geschichten schreibt, die ungewöhnlich sind und ins Nachdenken bringen. Und diese Geschichte, die ich heute lese, heißt Nigel der Tölpel. Sie ist wohl einer der langweiligsten Orte dieses Planeten. Eine einsame Insel vor der Küste Neuseelands. Mana heißt dieser langweilige Ort. Auf Mana gibt es nichts. Naja. Nichts ist vielleicht ein bisschen zu hart, denn immerhin gibt es auf Mana Felsenklippen, ganz viele Felsenklippen und ein bisschen Gras und ein paar Büsche. Also jetzt keine richtigen Büsche, so Gestrüpp halt. Ganz früher soll es mal Schafe gegeben haben, aber selbst denen war es wohl auf Mana zu langweilig, also sind sie sozusagen aus Langeweile gestorben. Es bleiben also Klippen und Gestrüpp, irgendwie traurig. Dann, vor ungefähr 20 Jahren, haben sich ein paar Vogelforscher gedacht, dass es doch cool wäre, wenn es auf Mana wenigstens ein paar Vögel geben würde. Dann wäre es nicht mehr so langweilig. Ab und zu sind nämlich Vögel vorbeigeflogen, aber die haben nur kurz geguckt, langweilig gedacht und sind schnell weitergeflogen. Was wäre denn, wenn wir
Vogelattrappen aufstellen, findet einer der Vogelforscher. Dann denken die Vögel, hier gäbe es eine Party und vielleicht bleiben sie dann hier. Gesagt, getan. Vogelattrappen, 80 Stück, eine schöner als die andere. Aus Beton. Die halten länger nämlich. Weiße Federn, schwarze Flügelspitzen. Oben auf die höchste Klippe gesetzt. Weil Vogelforscher ja kluge Menschen sind, haben sie auch noch Lautsprecher aufgebaut. Die spielen 24 Stunden am Tag Vogelgezwitscher. Dann haben die klugen Wissenschaftler gewartet. Geduldig gewartet. 15 Jahre lang flogen zwar immer mal wieder Vögel über die Insel, aber die waren scheinbar noch klüger als die Forscher. Denen war das künstliche Vogeldorf zu doof und sie sind einfach weitergeflogen. Aber dann, nach 15 Jahren, landet tatsächlich ein Tölpel auf der Insel. Warum nennt man einen Vogel Tölpel, magst du fragen? Weil Tölpel die mit Abstand dümmsten Vögel sind, die es gibt. Tölpel können zwar richtig gut fliegen, aber sie haben nie gelernt zu landen. Oh, das ist ja schon unten, denkt sich der Tölpel. Aber dann ist es schon zu spät und der Tölpel purzelt auf die Fresse. Du kennst bestimmt den Ausdruck, aus Fehlern lernt man. Stimmt, bei den meisten von uns, aber nicht beim Tölpel. Tölpel purzeln beim Landen immer auf die Schnauze bzw. den Schnabel. Immer. Und wenn sie dann laufen, dann sieht es aus, als wären sie betrunken. Seefahrer lieben den Tölpel, weil er gerne auch mal eine Bruchlandung auf ihrem Boot macht und man ihn dann sozusagen direkt in den Topf schmeißen kann. Dann sind Tölpel auch noch Heimkacker. Statt irgendwo in der Luft ihr Geschäft zu verrichten, was Sinn machen würde und wie es alle anderen Vögel auch tun, fliegt der Tölpel nach Hause, macht dort seine Bruchlandung und kackt vor sein Nest. Nach 15 Jahren fliegt also so ein Tölpel über Mana, denkt sich, cool, eine Party, und macht tatsächlich eine Bruchlandung auf der Insel. Nigel, so nennen ihn die Vogelforscher, ist von allen Tölpeln wohl der dümmste. Was geht denn hier ab? Sagt Nigel lässig. Wieder losfliegen will er nach seiner Bruchlandung auch nicht gleich. Also guckt er sich erstmal bei den weiblichen Vogelattrappen um. Und da sieht er sie. Die wunderschönste Vogeldame, die er je gesehen hat. Er ist augenblicklich verliebt und das Wunder geschieht. Die Dame guckt tatsächlich zurück in seine Richtung. Also watschelt Nigel, so lässig er nur kann, vor seiner Auserwählten auf und ab. Heimlich guckt er immer wieder in ihre Richtung und das Wunder geschieht. Ihr Blick ist immer noch auf ihn gerichtet. Nigel hat sich verliebt. Die Dame ist aber auch schön mit ihren weißen Federn und schwarzen Flügelspitzen und sie hört nicht auf, in meine Richtung zu gucken. Ich glaube, die mag mich auch. Nigel ist ein echter Romantiker. Er beginnt sofort, seine Herzdame für sich zu gewinnen. Erst baut er ihr ein Nest aus Gestrüpp und Algen, wo sie nach der Paarung ihr Ei legen kann. Dann kackt er erstmal vor das Nest, immer wieder, bis es so richtig schön wohnlich dort aussieht. Dann putzt er sie und jedes Mal, wenn er zurückkommt zum Nest, legt Nigel seinen Kopf auf ihre Schulter. Nigel kann wirklich unglaublich charmant sein. Dann ist tatsächlich der Abend gekommen, an dem es Zeit ist, die Liebe füreinander endlich auch körperlich zu verschenken. Angeblich soll es Bilder geben, aber wir ersparen uns das jetzt mal. Auf jeden Fall ist Nigel so dumm und so verliebt und so charmant, dass die Vogelforscher Mitleid mit ihm bekommen. 15 Jahre nach ihrer Entstehung werden die Vogelattrappen neu angemalt.
die Lautsprecher neu ausgerichtet und wie von Nigel gelernt, werden sogar Kackhaufen geformt und angemalt. Und es funktioniert. 3 Jahre später landen 3 weitere Tölpel in ihrer unnachahmlichen Art auf Mana. Wird Nigels Ausdauer, seine Liebe nun endlich belohnt? Wird es für Nigel ein Happy End geben? Natürlich nicht. Nigel bleibt seiner großen Liebe treu und interessiert sich gar nicht für die anderen Tölpel. Vielleicht ist es der Glaube, der ihm Kraft gibt. Nigels Hoffnung auf ein gemeinsames Leben mit seiner Vogelattrappenfrau stirbt nicht. Nigel dagegen schon. Nur 3 Wochen, nachdem die neuen Tölpel die Insel gefunden haben, findet ein Ranger den toten Nigel vor seinem Nest neben seiner geliebten Betonfrau. Irgendwie traurig. Aber auf einmal wird aus Nigel ein Facebook-Star. Seine Liebe zu einer Vogelattrappe gibt Menschen, die den Glauben an die Liebe längst verloren haben, neue Hoffnung. In einem Zeitalter, in dem viele vergeblich nach der Liebe suchen, wo Menschen sich trennen und sich gegenseitig gegen jüngere oder reichere Modelle eingetauschen, da glaubt ein dummer Vogel an Werte wie wahre Liebe, Hoffnung und Treue. Und dieser Facebook-Star und dieser Facebook-Rummel schwappt über auf Instagram und Nigel wird auch ein Instagram-Star. Und so geht es quer durch alle Netzwerke hindurch, bis er die Social Media erobert hat. Große Zeitschriften wie die Washington Post, die New York Times oder in Deutschland der Spiegel berichten über Nigel, den Charmeur. Nigel mag ziemlich dumm gewesen sein, aber er hat ein Vermächtnis hinterlassen. Er hat uns vielen nicht nur die Hoffnung zurückgegeben, dass Liebe möglich ist. Wegen Nigel ist die langweilige Insel Mana heute gar nicht mehr so langweilig. Sie ist bewohnt von etlichen Tölpeln und das hat der Ort Nigel zu verdanken. Was für eine komische Geschichte, denkst du jetzt vielleicht. Stimmt. Ähnlich komisch wie die Geschichte, die in diesen Tagen von Millionen von Menschen gefeiert wird. Eines Tages schaut Gott auf diesen blauen Planeten, der im Vergleich zum Himmel ziemlich armselig und langweilig ausgesehen haben muss. Jemand sollte das ändern. Und zum Entsetzen der Engel und wer da sonst noch so alles im Himmel wohnt, gibt es eine Bruchlandung mitten in eine Krippe, in einem Stall, in einem langweiligen Dorf in Israel. Dieser göttliche Bruchpilot hat an Gottes Liebe geglaubt, sie gelebt, von ihr erzählt. Oft erwidert man seine Liebe nicht. Trotzdem hat er Millionen inspiriert, hat ihnen Hoffnung gegeben und Liebe kann einen langweiligen, armseligen Ort und vielleicht auch ein hart gewordenes Herz tatsächlich verändern. Was das für mich heißt, daran möchte ich in diesen Weihnachtstagen nachdenken. Und vielleicht denkst du auch darüber nach, heute und in den Tagen bis Weihnachten, was das für dich heißen könnte. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du dieser Liebe begegnest, die deine Welt, auch wenn sie im Moment vielleicht durchaus unansehnlich oder armselig dir erscheinen möchte oder vielleicht wirklich ist. Vielleicht kann die Liebe diesen Ort, an dem du lebst, an dem du gerade bist, zu einem besseren Ort machen. Zu einem Ort, der bewohnbar erscheint, auf dem wirklich Party gefeiert wird. Das jedenfalls wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Advent in deinem Leben wahr wird. Denn Advent heißt Ankunft. Im Advent kommt etwas Gutes in deinem und meinem Leben an, weil Gott uns das Geschenk des Lebens machen möchte.
weil er einer von uns geworden ist und uns damit seine Liebe gezeigt hat, auch wenn es um uns herum vielleicht gar nicht so doll aussieht in diesem Augenblick. Damit möchte ich dich segnen und wünsche dir von ganzem Herzen, wie gesagt, diese Hoffnung in dein Herz, dass sie Wurzeln schlägt, dass sie Früchte trägt, dass sie dein Leben zu einem besseren Ort macht. Doch ehe ich mich jetzt noch stundenlang wiederhole, wünsche ich euch einfach nur noch einen schönen Nachmittag und freue mich darauf, wenn ihr morgen Nachmittag wieder zuschaut, um dieselbe Uhrzeit, am selben Ort, beim Literarischen Adventskalender 2019, dem Projekt der Jugendkoordination Kronberg. Und wenn ihr diese Geschichte nochmal nachlesen wollt, dann geht ihr einfach zu eurem Local Bookstore und kauft euch eines dieser beiden Bücher oder gar beide. Und wenn ihr nicht laufen könnt, dann bestellt sie euch im Internet. Es gibt sie überall. Und wenn ihr das tut, hinterlasst eine Rezension. Das würde uns sehr freuen. Und vergesst dabei nicht, den selbstgemachten Honig zu erwähnen. Und oder macht ein Foto, wie ihr gerade dieses Buch in eurem Local Bookstore kauft. Und postet es hier unten in den Kommentaren. Jetzt aber wirklich tschüss und schönen Nachmittag noch. Bis morgen.